Hallo, wir befinden uns hier im Schlosspark von Schlettau. Und da ich in diesem Schloss eine Ausstellung habe, hier im Jahr 2015, wollte ich euch mal ganz kurz hier ein bisschen hindurchführen. Weil als ganz kleiner Junge habe ich hier im Park schon gespielt. Speziell hier auf dieser Treppe, wo ich mich noch sehr, sehr gut daran entsinnen kann. Und hier sehen wir das Schloss. Natürlich alles sehr grün hier im Park. Hier hinten sehen wir den Baum, der ist so 700 Jahre alt. Wurde also zur Schlossgründung ungefähr hier gepflanzt. Und da ich als Kind immer ein riesengroßer Lego-Fan war, habe ich mir die Sachen, die mir gefallen haben, immer abgezeichnet, um die dann zu Hause besser nachbauen zu können, speziell was Details angeht und sowas. Und hier im Schlosspark habe ich dann mit meinen Ritterfiguren gespielt, natürlich auch mit meinen Lego-Rittern, da hatte ich zum Beispiel so ein kleines blaues Boot mit weißen Segeln. Hier auf diesen Steinen, da habe ich damals gespielt. Deswegen war es halt nett für mich, wieder in diesen Park hier bzw. ins Schloss zurückzukehren, an eine alte Wirkungsstätte von mir. Das hier ist der kleine Teich. Ja, hier hinten haben wir auch ein paar Enten. Genau. Und hier kommen wir jetzt gleich in den Schlosshof. Hier sehen wir den Schlossturm. Und hier unten finden immer mal wieder Feste statt. Ist halt ein sehr schön romantisch gelegenes Schloss. Hier ist der Verbindungsgang zwischen den Herrenhäusern und dem Schloss. Hier befinden wir uns jetzt außerhalb. Hier sehen wir nochmal diesen Verbindungsgang. Und hier das Schloss. Und hier drüben sind wir gerade eben gestartet. Hier hinten sehen wir noch die Stallungen, wo früher die Pferde drin waren. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Schloss hinein. Hier drüben übrigens, noch ganz kurz, das ist das Verlies. Ja, sieht man hier was? Ja, hier sind wir am kühlsten Ort des Schlosses, mitten im Verlies. Brrr. So, also dann, hinein ins Schloss von Schlettau. Eingangsraum. Und hier haben wir nochmal das Schloss von außen. Und genau hier oben, genau wo das Fenster geöffnet ist, da sind in diesen Tagen meine Zeichnungen zu bewundern. Logischerweise haben wir in diesem Schlosspark ganz viele Blumen. So, und jetzt kommt einfach mal mit hinein ins Schloss Schlettau. Wir sehen uns gleich wieder.